Vom 27. bis zum 29. Mai fand der Auftakt der Smart Beach Tour auf dem Hindenburgplatz statt. Vor dem Schloss gab es zum zweiten Mal Beachvolleyball auf 4 Feldern zu sehen. In the nighttime, when the world is at its rest. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt und reichte von Weltmeistern über internationale Beachvolleyballer bis zu Lokalmatadoren. Auch 2 Teams aus Münster spielten mit. Brink Abeler Grün, die im Vorjahr Dritter wurden, und Meersmann Tillmann, hier im Hintergrund, starteten jeweils für den USC Münster bei der Frauenkonkurrenz. Theresa Meersmann erklärt, was ihr am Beachvolleyball so gefällt. Ja, erstmal macht die Sportart super viel Spaß und hat natürlich auch ein besonderes Flair. So wie hier gerade, wie man Münster sehen kann, ein bisschen windig, aber auch Sonne pur. Und oftmals spielen wir natürlich auch am Strand. Das hat natürlich auch Urlaubsfeeling und Musik hört man auch im Hintergrund. Das macht einfach Spaß. Die Smart Beach Tour ist die einzige offizielle Turnierserie des Deutschen Volleyballverbandes. Von Ende Mai bis Ende August finden sie in 8 verschiedenen Städten statt. Über 3 Tage spielen die Volleyballer einen Sieger aus, wobei im K.O.-Modus gespielt wird. Jedoch kann ein Team auch nach einer Niederlage ins Finale einziehen. Erst nach der zweiten ist das Turnier beendet. Freitags beginnt eine Qualifikation für die Hauptrunde am Samstag und Sonntagmorgens. Sonntagmittags finden dann die Halbfinals sowie Finals statt. Auf alle Teilnehmer wird am Ende des Turniers ein Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro verteilt. Der Zuschauer bekam für den kostenlosen Eintritt vom Baggern über den Schmetterball bis zum Block alles geboten. Block von Angelina Grün, 15:10. Mein Block. Und in Münster ist es natürlich etwas ganz Besonderes zu spielen. Ja, ich bin ja Münsteranerin, ich komme ja hierher. Ich finde Münster ist eine schöne Stadt. Wir haben natürlich viele Freunde hier, die uns heute zugucken. Deswegen ist für uns heute Münster natürlich Heimspiel und deswegen für uns auch was Besonderes. Aber auch außerhalb des Platzes gab es für das Publikum jede Menge Attraktionen zum Ausprobieren. Auch die Kleinen hatten ihren Spaß dabei. Theresa Meersmanns Ziele wurden dabei schon nach 2 Spielen erreicht. Ja, wir haben unser Ziel schon erreicht. Wir wollten ein Spiel gewinnen, weil das Feld ziemlich stark besetzt ist. Sogar das Superteam Goller Ludwig ist hier. Und wir haben unser Ziel erreicht, haben heute Morgen gegen den amtierenden deutschen Meister knapp verloren und ganz gut gespielt. Und jetzt geben wir einfach mutig alles weiter und gucken, was noch weiter dabei rumkommt. Also wir wollen schon alles geben und setzen uns natürlich als Ziel zu gewinnen. Aber das vorrangige Ziel sollte erstmal sein, gut zu spielen. Die Unterschiede zum Hallenvolleyball und ihre Pläne für die Zukunft kennt sie dabei auch schon ganz genau. Ich habe Halle gespielt lange Zeit, habe mich aber dann für Beach entschieden, gerade weil mir das so gut gefällt, dass man selber im Spiel eine Strategie entwickeln muss, keinen Trainer neben sich stehen hat, sondern selber überlegen muss, was man besser machen kann und auch nicht ausgewechselt werden kann. Also zurück in die Halle muss ich nicht unbedingt, ich möchte schon Beachvolleyball professionell machen. Am Ende wurden die beiden Münsteraner Teams jeweils 9. Es siegten in der Männerkonkurrenz Erik Koreng und David Klemperer. Bei den Frauen setzten sich Sarah Goller und Laura Ludwig durch. Wir wünschen allen Volleyballern viel Erfolg auch beim nächsten Turnier.